Herzlich willkommen zu Aswan TV. Wir befinden uns heute hier im Künstlerhaus im Ausstellungsraum Brennende Fragen und wollen das Spezialthema Menschenrechte diskutieren anhand des Beispiels in Österreich. Wir haben die heutigen Gäste eingeladen von rechts nach links. Herr Mehrdad Sadri, Künstler, der hier ein Kunstwerk ausstellt zum Thema Todesstrafe unter dem Titel Trotzdem. Zu meiner Rechten und zu meiner Linken die beiden Künstlerinnen Frau Karin Hanak und Frau Ise Hirschmann, die ebenfalls ein Kunstwerk ausstellen zum Thema Frauenrechte, das gleich hinter mir zu sehen ist. Gleich weiter der Herr Dr. Rudolf Hanak, ehemaliger Richter, der sich intensiv mit der Menschenrechtsfrage in Österreich beschäftigt. Und unser nächster Gast ist Herr Mohammed Amar Balul, der Menschenrechtsaktivist ist. Hallo. Ist gut. Gleich zur ersten Frage, sehr geehrter Dr. Hanak, ich bin froh, dass wir Sie hier als Gast begrüßen dürfen. Sie beschäftigen sich intensiv mit der Frage der Menschenrechte in Österreich. In Ihrer Arbeit als Richter, welche Feststellungen konnten Sie dazu treffen? Haben Sie hier Missstände aufdecken können? Gibt es Verbesserungsbedarf? Wie ist Ihre Erfahrung dazu? Zunächst bedanke ich mich, dass ich in dieser Runde eingeladen worden bin, zu diesem Thema eine Stellungnahme abzugeben. Dem Grunde nach ist hier zu sagen, dass Österreich eine Republik ist, welche in der Europäischen Union eingebunden ist und mit den Menschenrechten an erster Stelle darstellt. Diese sind dann auch noch mit der Europäischen Menschenrechtskommission in Straßburg abgesichert, der österreichische Republik zu allen Nebenbestimmungen beigetreten ist. Die Frage ist in Österreich immer, werden die Menschenrechte in Österreich vom Gericht oder von der Behörde auch beachtet? Und diese Frage zeichnet sich zunächst am besten dadurch ab, an der Anzahl der Menschenrechtsbeschwerden in Straßburg. Diese Menschenrechtsbeschwerden von den Bürgern Österreichs haben in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen, dass die Menschenrechte besonders beachtet werden. Wir haben nun Fälle, bei der eben aus welchem Grund immer vielen Fingern, auch aus Verwaltungsvereinfachung oder auch aus Arbeitsüberlastungen oder was, hinweg sich die Gerichte und Verwaltungsbehörden über die Einhaltung der Menschenrechte hinwegsetzt und die Instanzen das aber in irgendeiner Form dulden und immer dann letztlich der einzige Ausweg nach Straßburg überbleibt. Wir haben einen besonderen Fall, auf den ich zurückkomme. Das ist ein Fall, gegen den beim Handelsgericht Wien aufgrund einer Forderung von 1.100 etliches Euro eine Bank einen Insolvenzantrag gestellt hat, ausgesprochen jedenfalls nicht aus edlen Motiven, sondern offenbar aus sehr ablehnenden Hintergründen. Und bei dieser Insolvenz einen falschen Wohnsitz angegeben hat des Verpflichteten, sodass glücklich der Insolvenzantrag, zu dem jeder Betroffene gehört werden muss und dem er nachweislich zugestellt werden ist, dass diesem Insolvenzvertrag, dieser Forderung nicht Folge gegeben werden konnte. An sich hätte das Gesetz in diesem Falle vorgeschrieben, dass der betreibende Partei nämlich verpflichtet ist, solange es auf die Erledigung ihres Antrages zu warten, bis sie eine taugliche Adresse und Anschrift des Verpflichtenden beibringt. Vielleicht, wenn ich das hier einspringen darf, inwiefern hat das was mit den Menschenrechten zu tun? Wo treten hier eigentlich die Menschenrechte? Ja, in den Menschenrechten hat das insoweit zu tun, weil dort die Zustellung eines Bescheides oder jeder behördlichen Entscheidung ein Grundrecht ist, nicht nur in der Verfassung, sondern in den eigenen Menschenrechten in Artikel 5, 4 artikuliert ist, ausdrücklich. Also Sie meinen, das auf rechtliches Gehör? Und das ist rechtliches Gehör, aber auch tatsächliches. So, und das ist in diesem speziellen Fall auch unterlassen worden, weil es eine Bestimmung im Insolvenzrecht im österreichischen gibt, das maßgebend ist nur die Verlautbarung im Edikt. Wenn Sie mir erlauben, Herr Dr. Hanak, in meinem besonderen Fall
hat das Gericht trotz vorhandener Adresse von mir im Akt, hat der Richter unterlassen, mir das Antrag oder die Klage zuzustellen, zu schicken. Hat er mir nicht einmal informiert zu der Adresse, was ich angegeben habe, die ist auch bei ihm vorhanden, dass gegen mir einen Antrag ist und ich kann mich hier verteidigen oder äußern. Und er hat einen Urteil gefällt, ohne mir meinen menschenrechtliche geschützte Rechte zu beachten, und zwar wie jeder andere Mensch, der Verteidigung hier vorzunehmen und der Gegner, die diesen Antrag eingebracht hat, eigentlich gegenüberzustehen und vor einem ordentlichen Gericht die Sache sozusagen prozessieren. Wenn ich kurz hier einhaken darf, das heißt, Sie sind selber auch betroffen, also Sie sind nicht Aktivisten. Ja. Inwiefern, in welchem Land ist das passiert? Ist das hier in Österreich passiert? Ja, hier in Österreich, leider. Österreich. Ist das Ihre persönliche Erfahrung auch mit Menschenrechtsverletzungen in Österreich? Ja, es ist so. Okay. Ja. Wenn ich dann gleich rüberschwenken darf zum Herrn Merdasadri. Sie haben eine Künstlerarbeit gemacht zum Thema Todesstrafe. Sie haben sich hier sicher auch intensiv beschäftigt mit dem Thema Todesstrafe. Ja. Was für Missstände haben Sie hier eigentlich aufdecken können, insgesamt international und auch vielleicht in Österreich? Dass man eigentlich zu diesem Thema sehr wenig Interesse zeigt international, weil die Todesstrafe passiert in vielen verschiedenen Ländern. Und doch mit Ländern, die Todesstrafe ausführen, haben wir sehr gute Beziehungen. Und zu diesem Thema haben die demokratischen Länder, auch Österreich ist eins davon, keine Stellungnahme. Ich verstehe. Ja. Und was wäre da Ihr Vorschlag hier, um Verbesserungen einzuführen? Und denken Sie, dass das auch menschenrechtskonform ist, dass hier die österreichischen Länder Beziehungen haben mit Ländern, die die Todesstrafe ausführen? Ja, das ist eine Frage an Politik, die verlangen einfach von Ländern, die Menschenrechte nicht beachten und nicht nur die wirtschaftliche Interesse vordergründig ist, sondern auch die Menschenrechte berücksichtigen. Das heißt, Sie meinen, die Menschenrechte werden eigentlich in den Hintergrund gestellt, sicher, ja, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht. Ich verstehe. Ist das Ihnen bei Ihrer Arbeit auch aufgefallen, Frau Karin Hanak, dass eigentlich die Frauenrechte international, die doch oft sehr... Ja, bedauerlicherweise ist es so, dass meine Kollegin Isi Hirschmann, die die Initiatorin ist von diesem Projekt, und ich, also wir haben uns, es ging eigentlich von Ägypten aus, weil dort so die, eine junge Frau auf dem Dachierplatz, das hat die Ilse hier gesehen, also eigentlich würde ich gerne, Ilse, dass du das selber erzählst, wie das begonnen hat. Erzähl das. Ja, ich habe einfach im Standard ein Foto gesehen, wo sich da vor 3 Jahren, wie die Aufstände in Kairo waren, sich eine Frau, so in der Öffentlichkeit, und das ist wirklich etwas sehr, sehr, sehr Besonderes in einem muslimischen Staat, ihre Haare abgeschnitten hat. Ihre Möglichkeit zu protestieren gegen unmenschliches Staatsverhalten. Und da habe ich mir gedacht, da haben wir uns dann gedacht, Karin Hanak und ich, wir wollen Frauen auf der ganzen Welt unterstützen und haben dann ausgeschrieben, um Solidaritätserklärungen zu bekommen und haben fast, Sie sehen es ja eh, 300, schon 300 von China bis Kanada Antworten bekommen, wo sich also es ist ganz international, dieses Projekt, aber nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Und das ist schon irgendwie interessant. Also sie würde von vielen, vielen Menschen wirklich unterstützt.
Und es gibt viele, viele Leute, die eigentlich der Meinung sind, dass da irgendwas geändert werden sollte. Und auch ohne unser Zutun wurde hier während der Ausstellung im Künstlerhaus, wurden da schon Prospekte mit Locken und Unterschrift und Fotos hergehängt. Also dieses Projekt ist in progress und verändert sich ständig, es wächst. Das heißt, es gibt auch sehr viel Zuspruch hier in Österreich. Ja, also absolut, absolut. Ja, und leider auch in Österreich gibt es irgendwie, also die Frauenrechte sind mitunter sehr unterdrückt, Gewalt gegen Frauen und überhaupt. Ja. Das heißt, Sie haben selber auch Erfahrungen mit der Verletzung der Frauenrechte bzw. Menschenrechte in Österreich? Wir wissen, dass das stattfindet. Ich selber nicht, zum Glück. Aber dass es da genug Verletzungen gibt und dass da eigentlich etwas getan werden sollte. Das heißt, es steht hier in der Politik etwas zu tun oder sind Sie der Meinung, dass hier vielleicht die Bevölkerung etwas mehr einschreiten sollte? Sowohl als auch, würde ich sagen. Ich verstehe. Wenn wir vielleicht wieder zurückkommen zum Beispiel des Herrn Dr. Hanaks, vielleicht wenn Sie uns ein Praxisbeispiel erklären können, wie es zu Menschenrechtsverletzungen kommt und wie man hier vielleicht auch vermeiden kann, dass es dazu kommt. Ich bin zuerst unterbrochen worden und kann fortsetzen. Also, die Zahl der Menschenrechtsbehörden in Österreich hat erheblich jedes Jahr bei der Europäischen Menschenrechtskommission in Straßburg zugenommen. Und jetzt kommt das Interessante. Es hat aber nur ein Bruchteil, nämlich etwa 18% war formell mit der Menschenrechtsklage erfolgreich, während über 70% durch einen Vergleich mit der Republik Österreich endeten. Es ist hier so, dass eine Abteilung im Bundeskanzleramt existiert, die dann sofort Kontakt mit dem betroffenen Kläger aufnimmt und sagt, bitte, wir bieten Ihnen diesen oder jenen Betrag, wenn Sie diese Klage zurückziehen. Weil der österreichische Staat ist daran interessiert ist, das Gesicht des Gerichtes zu wahren, welches diese Menschenrechtsverletzung begangen hat. Wenn ein Betroffener das zurückzieht, ist das sozusagen sanktioniert und er wurde mit einem Butterbrot abgefertigt. Und dazu kommt noch, dass der, der das macht, sich verpflichten muss, keine Veröffentlichung vorzunehmen. Das ist eine Vorgangsweise, die momentan im europäischen Recht im hohen Maße gerügt wird, weil das ist indirekt eigentlich eine Nötigung. Und gehen wir von dieser Nötigung weg und befreien wir uns davon, dass wirklich nicht 14% oder 18% Menschenrechtsbeschwerden berechtigt sind, sondern leider 86%, dann komme ich auf den Fall zurück, der hier ausgeartet ist. Der Konkurs ist eröffnet, der einen Konkurs genommen hat, die Geschäftsfähigkeit verloren. Jetzt hat man sich gleich seines Vermögens in der Form bemächtigt, dass man eben entsprechende Sachverständige gefunden hat, die das in Grund und Boden geschätzt haben. Und in Wien ist da eine Gruppe, die nennen sich die Insolvenzverwalter, die haben sich dann auch angenommen. Und dann kam es gleich zur Versteigerung oder zur freiwilligen Veräußerung. Und so hat man auch das Vermögen des Betroffenen entsprechend in die Hand bekommen. Wenn Sie vielleicht kurz erklären können, was ein Insolvenzverwalter ist für unsere Zuseher? Ein Insolvenzverwalter ist eine Person, die nach dem Gesetz zwischen dem Verpflichteten, also dem Insolvenzschuldner, und den Gläubigern stehen soll. Und seine Stellung ist in Österreich de facto unanfechtbar. Und wer bestellt ihn? Und das bestellt das Gericht. Der Richter bestellt einen Insolvenzverwalter nach freiem Ermessen und seine Bestellung ist, mir ist kein Fall einer Anfechtbarkeit bekannt. Ist das dann ähnlich wie bei einer Sachwalterschaft? Bei der Sachwalterschaft ist das ähnlich so in Österreich. Und hier hat man aber jetzt im Moment, ist im Gesetzesausschuss des Nationalrates endlich eine Novelle, wird hier beschlossen, die inhaltlich dem Besachwalterten wieder Rechte gibt. Der ist jetzt heute entmündigt und noch ärmer da, als man sich das vorstellen kann. Da bestimmt
das Gehalt, die Pension kriegt der Sachwalter und er teilt ihm dann im Tag, weil er gesonnen ist, 10 Euro zu und sagt, mit dem musst du leben. Fertig. Herr Doktor, ich darf hier sagen, ich habe gelesen vor einer kurzen Zeit, es gibt fast 200.000 Menschen, die Kinder sind und Jugendliche, die auch zwangsweise auch sozusagen vom Ämter der Rolle von Eltern oder zumindest ist von einer von den Eltern weggenommen wurde. Also das heißt, die Kinder sind nicht mehr mit den Eltern oder die Kinder sind nicht mehr sind bei dem Jugendamt oder sowas ähnliches, aber 200.000. Es gibt in meinem Fall zum Beispiel, habe ich erfahren, eine alarmierende Sache. Und zwar, wenn du hier, leider Gottes, wenn du hier jemanden fertig machen willst, dann nimmst du 4.000 Euro, gehst du zum Handelsgericht, bringst du einen Antrag auf Konkurseröffnung gegen denjenigen, zum Beispiel gegen den Herrn, gibst du eine falsche Adresse an und da bekommt natürlich dieser Brief nicht, weil die Adresse ist falsch, aber er bekommt einen Urteil, wenn die Adresse zugestellt ist, wenn der Brief zu dieser Adresse zugestellt ist, von der Post erklärt, dass das zugestellt ist, egal ob er das bekommen hat, zu seiner Adresse zugestellt oder nicht, dann bekommt er eine Veröffentlichung in der Edikstdatei, dass das Handelsgericht hat ihn vor Insolvenz erklärt, sein Konto ist gesperrt und sein Hab und Gut ist jetzt nicht mehr unter seiner Verwaltung und das alles, was er bewirtschaftet hat in seinem Leben, jetzt ist unter der Gnade von einem sozusagen Verwalter. Und dieser Verwalter macht dann, was er will mit diesem Geld. Ich habe eine Frage. Wenn ein Brief vom Gericht geschickt wird, dann muss doch, das heißt der blaue Brief, dann muss doch unterschrieben werden, ja, bei persönlicher Überbringung. Und wenn nicht unterschrieben wird, dann weiß doch das Gericht, dass antwortet es nicht bekommen wird. Dr. Hammer, diese Frage. Es gibt Gerichtszustellungen persönlich oder durch Vertreter oder an Vertretern. Die persönlichen Zustellungen des Gerichtes sind die persönliche Unterschrift des Angeschriebenen erforderlich. Kann der Postbeamte diese Unterschrift nicht beibringen, muss er den Brief so dem Gericht zurückschicken mit dem Zustellmangel. Und das Gericht hat nun in den Fällen des Insolvenzverfahrens oder des Exekutionsrechts oder auch des Zivilrechts den Betreibenden aufzufordern, die richtige Anschrift bekannt zu geben. Und dann musste ein neuer Zustellversuch gemacht werden an diese neue Anschrift. Und wenn das dann wieder nicht zugestellt wird, dann kommt derselbe Auftrag mit der Klausel, dass ansonsten, wann nicht zugestellt werden kann, der Antrag als zurückgezogen gilt. Nur mit dieser zwingenden Bestimmung der Zivilprozessordnung befassen sich nicht alle Handelsgerichte so exakt. Und dann kommt es dazu, dass ein Postbediensteter schreibt, ja, hinterlegt und irgendwie und einem Vermerk macht, der ungewiss ist. Und das ist beim Gericht dann glücklich und der sagt, das gilt als zugestellt. Hiermit. Aber Entschuldigung, Moment. Hinterlegung, damit meinen Sie, wenn der Brief nicht tatsächlich übermittelt wird an den Empfänger? An die Adresse, an die Gerichtsschreibung. Wenn ein gelber Zettel in das Postfach gelegt wird. Aber hier in meinem Fall, der Postler hat geschrieben an das Gericht, dass diese Adresse existiert nicht, da konnte er nicht an mir zustellen. Das Gericht hat in meinem Fall auch meine richtige Adresse gehabt im Akt, aber das Gericht hat unterlassen, zu meiner Adresse der Verständigung zu schicken. Entschuldigung, und er hat die falsche Adresse vom BAWAG, das ist der Bank, was mir angeklagt hat, hat die falsche Adresse und der Anwalt vom BAWAG, die Kanzlei Lind, weiß genau, dass die Adresse ist falsch. Hat das Gericht das aber mitgeteilt, obwohl der weiß, diese Adresse ist falsch und dort kann man nicht zuzustellen. Woher und wissen Sie, dass die Adresse falsch ist? Weil da gab einen vorigen Versuch und das Gericht hat denen bei einem anderen Anlass mitgeteilt, dass diese Adresse existiert nicht. Aber die haben die gleiche Adresse noch eine einmal, Adresse. Genau, einen, haben die gleiche falsche Adresse genommen, bei einem anderen Richter eingebracht und der Richter, dein Herrn Dr. Gumbinger hat dort zustellen lassen, beziehungsweise der Post hat ihm aber gesagt, das geht nicht, ich könnte nicht zustellen, hat aber den gleichen Richter die Adresse, die von mir im Akt ist, nicht genommen und mir das Brief geschickt. Einfach so hat er dann ein Urteil gefällt, ohne mir zuzuhören und hat meine ganze Vermögen, was ich von meinen Kindern
gemacht habe und sozusagen erwirtschaftet habe, eine Verwandte gegeben. Das heißt, Sie hatten nicht die Möglichkeit, vorzusprechen? Nein, absolut nicht. Vielleicht, wenn ich dann den Herrn Dr. Hanack fragen darf, wie ist das im Insolvenzrecht? Was passiert hier, wenn hier die Zustellung nicht erfolgt ist? Wird hier der Konkurs aufgehoben oder bleibt der Konkurs aufrecht? Nein, leider. Hier die Rechtslage so. Ist einmal eine Insolvenz in der Edikt verlautbart, dann ist es gültig. Und es gibt nach dem österreichischen Konkursrecht keine Aufhebung, sondern die Aufhebung nur aus bestimmten Gründen, nämlich entweder durch Zahlung oder durch Zurückziehung sämtlicher Forderungen. Aber eine Aufhebung mangels Zustellung gibt es nicht. Das ist ein Mangel und das ist auch anhängig beim Europäischen Gerichtshof in Straßburg in einem Fall. Aber man weiß nicht, ob es eine Entscheidung dazu geben wird, weil ein Rekurswerber oder Menschenrechtswerber ist meistens nicht in einer gesegneten finanziellen Situation und sagt, wenn er von der Republik Österreich den Brief bekommt, ziehen Sie diese Beschwerde zurück, da kriegst du 10.000 Euro, dann sagt er, ich nehme das, ich ziehe es zurück, weil mir ist das lieber. Und die Republik Österreich kann sagen, es ist keine Menschenrechtswidrigkeit festgestellt, die Klage ist abgewiesen. Das heißt, Sie meinen, das Problem liegt eigentlich am Zustellgesetz, es wird nicht zugestellt. Wenn ich vielleicht hier wechseln darf, ist Ihnen auch Ähnliches aufgefallen, dass Briefe nicht zugestellt werden, vielleicht aus persönlicher Erfahrung oder vielleicht auch den anderen Gästen? Eigentlich nicht. Das heißt, Ähnliches ist Ihnen noch nicht aufgefallen. Ich habe persönlich, kann ich sagen, öfteres schon im Fernsehen auch gehört, aber... Ja, vor 2 Tagen war im Fernsehen am Schauplatz Gericht Österreich von den Herrn Resitaris, vor 3 Tagen, war das der Thema. Öfter kommt das vor, dass Menschen mit der Behauptung, dass die eine Mitteilung vom Gericht bekommen haben, was nicht war, einen Abwesenheitsurteil bekommen, der deren Existenz wirtschaftlich und deren Freiheiten fast beraubt. Es ist so, ich habe das öfter erfahren, in der Plenergasse 9, da hat meine Gattin, meine österreichische Frau dort, einen unbelasteten, ausbezahlten Wohnung und Satorial-Lokal verloren, nur weil das Gericht hat gemeint, man hat ihr eine Verständigung geschickt und sie hat das nicht abgeholt. Dann habe ich einmal ein Pfandrecht gesehen, dass das gelöscht wurde vom Grundbuch, ohne meine Zustimmung. Weil man hat behauptet, dass man hat mir einen Brief geschickt und ich habe es nicht bekommen. Aber Gott sei Dank, ich war bei der Post vorher und ich habe für diese Periode einmal eine Abwesenheit Notiz gemacht bei der Post wegen Urlaub und ich habe dann Gott sei Dank wegen diesem Beweis das mit Ach und Krach wiederherstellen können. Und jetzt bei der Insolvenz privat um meine Firma in einem Land, in ein schönes Land wie Österreich, sollte man eigentlich den Wirtschaftsstandort Österreich schützen, so dass Firmen und Menschen auch müssen vertrauen an das Rechtssystem und vertrauen, dass die auch gerecht und fair behandelt werden und mit denen fairen Verfahren nur unternommen kann. Kann nicht sein, dass man denkt, wenn ich in Urlaub bin oder im Spital bin oder ich vielleicht ein Brief ist, in den falschen Postkasten gelandet ist, dann muss meine ganze Existenz einmal futsch sein. Nach 30 Jahren Arbeit, statt dass ich das an meinen Kindern gebe, gebe ich das an einen Masseverwalter und der macht das damit, was er will. Habe ich öfter erlebt, dass ältere Herren, wenn die ins Spital gehen, die verlieren die Wohnung, weil man weiß, aha, das ist jetzt im Spital, da kann man jetzt einen Brief vom Gericht schicken und nach 14 Tagen, wenn er im Spital ist, dann gilt das als zugestellt und Urteil bekommt man. Das kann nicht sein. Wieso sollte man eigentlich, die Parteien vom Gericht sind gleich. Wenn ich eine Klage bringe gegen die Frau Hanack zum Beispiel und die Gebühren zahle beim Gericht, das Gericht muss die Frau Hanack die Chance geben, sich zu äußern. Und wenn sie im Spital ist oder im Urlaub ist, dann muss man warten, bis sie hier kommt. Und da kann man nicht vor Eile dann der Urteil fehlen, genau wie ich beantragt habe, nur weil sie jetzt momentan nicht erreichbar ist oder weil der Brief ist nicht gelangt bei ihr. Dann muss sie ihre ganze bewirtschaftete Arbeit
ausliefern, einfach so, weil ich das beantragt habe, das wäre unfair. Und das ist, glaube ich. Frau Hirschmann, wollte dazu etwas sagen? Ja, ich glaube, ich habe richtig mitgezählt. Sie haben von 3 Beispielen erzählt. An mir alleine? Ja. Aber das ist ungewöhnlich. Wie erklärt sich das? Ja, ich kann das auch nicht erklären. Es geht um, wie gesagt, um ausbezahlte Wohnung von meiner Frau in der Behnergasse Nummer 9. Ja, ja. Die hat dort das Eigentumsrecht eingetragen, ist verloren an eine Wohnung und ein Sartorial-Lokal. Und ich habe am Pfandrecht einmal, aber wiederherstellen können. Und bei mir, meine Firma, wurde mit einer falschen Adresse einen Antrag gestellt. Ich könnte das beweisen, aber das hat nicht geholfen, weil der Herr Doktor auch hat erwähnt, wenn das veröffentlicht ist, dass man im Insolvenz ist, auch wenn das falsch oder unrecht ist, dann bleibt das so. Und in meinem eigenen Fall, und Sie haben recht, das ist unerklärlich. Ich verstehe das auch nicht. Muss man anderen fragen. Angemerkt kann vielleicht werden, dass Sie auch bereits schon einmal in einer Serie zum Thema Menschenrechte anwesend waren. Also, ich war, ja. Wenn ich vielleicht schwenken darf, wissen Sie vielleicht, wo man sich in Österreich oder international, an welche Stellen man sich wenden kann, wenn es zu Menschenrechtsmissständen kommt, wenn es zu Menschenrechtsverletzungen kommt? Eigentlich nicht. Das heißt, es gibt eigentlich kein, also die Bevölkerung weiß eigentlich nicht Bescheid, an welche Stelle kann ich mich wenden, wenn meine Menschenrechte verletzt werden. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht die anderen Zuseher, die anderen Gäste fragen darf, haben Sie eine... Nein, ich habe gerade überlegt, ich weiß es nicht. Ich würde bei uns anrufen, im Land, in der Landesregierung, also ich wohne im Burgenland. Das heißt, es gibt eigentlich keine Information an die Bevölkerung, wo kann man sich hinwenden, wenn man eigentlich... Nein, also wenn die Menschenrechte verletzt werden vom Staat selber, ja, wo kann man... Das weiß ich nicht, ob es Informationen gibt, aber sie sind nicht so greifbar, dass ich es weiß. Ich bin also ein sehr politisch interessierter Mensch, aber ich weiß es nicht. Und ich glaube, meine ganzen Nachbarn im Dorf, die wissen es auch nicht. Und Sie, Frau Hanack? Ja, also ich muss sagen, wenn irgendwas wäre, würde ich zu meinem Mann gehen. Und dann richte ich gleich die Frage an Ihren Mann weiter. Herr Dr. Hanack, bitte. An welche Stelle kann man sich wenden, wenn die Menschenrechte verletzt werden? Das Recht, sich mit allen diesbezüglichen Fragen an jeden Dienstag als Amtstag an das zuständige Bezirksgericht zu stellen. Aber wenn doch das Bezirksgericht das Problem ist ganz egal, was es verursacht, ich kann das protokollieren und wenn das Bezirksgericht diesen Akt nicht erledigt, dann hat der Betroffene das Recht, in die Instanz zu gehen und wenn die das auch nicht erledigt, dann kann sie die Ombudsmannschaft anrufen, nicht wahr? Und beim Oberlandesgericht und hier eine Behebung urgieren. Und wenn die alle Nein sagen, dann ist es österreichisches Recht. Man kann hier nichts machen. Wir haben in vielen Fällen, müssen wir einbekennen, dass sie in Österreich Recht haben und Recht bekommen. Das sind nicht idente Umstände. Das ist eine Realität. Und daher gibt es viele Fälle und sehr viele arme Leute und wir haben in Österreich Gott sei Dank die Institutionen der freiwilligen Organisationen wie Caritas, Diakonie und andere, die sich um diese Leute kümmern, die da betroffen sind. Oder Volksanwaltschaft. Weil der Staat nämlich ab diesem Zeitpunkt auch keine Sorge übernimmt. Der im Konkurs ist, dem interessiert der Staat nicht, der ist auf die Hilfe der Caritas oder der... jedenfalls der Hilfe von Dritten angewiesen. Das ist sicher mit den Menschenrechten unvereinbar und natürlich in der Vorgangsweise immer in Straßburg anzufechten. Und ich kann nur jedermann raten, mit einer Beschwerde dieser Art in Straßburg vorzugehen. Dazu bedarf er überhaupt keinen Anwalt, das ist anwaltfrei, das kostet nichts und er kann das vorbringen. Und wenn es stimmt, ist einmal das Erste, dass sich die Abteilung im Bundeskanzleramt meldet und sagt, ziehen Sie die Beschwerde zurück, wir geben Ihnen 5.000 Euro. Dann wird der arme Teufel sagen, bin ich froh, dass ich die habe. Woher wissen zurück. Sie, dass das eigentlich die übliche Konvention ist, dass das so geschieht? Naja, die Erfahrung habe ich als Jurist und ich habe die Einsicht in diese Richtung. Ne? Und im Bundeskanzleramt ist eine eigene Abteilung drinnen, die sich mit diesen Menschenrechtsbeschwerden befasst. Und die befasst sich in erster Linie und sagt,
da ist eine Verletzung, das können wir nicht brauchen, aber weil da wird das Ansehen der Justiz geschädigt und wir müssen darauf achten, dass wir dann im Statistik berichten können, wir haben so und so viele Entscheidungen und alle sind okay und so weiter. Das dient eine reine Farce. Es ist so, ich muss hier sagen, ja, ich habe viele Länder gesehen und viele Völker gesehen. Und man muss sagen, die Österreicher, die halten hoch die Menschenrechte. Österreich ist ein zivilisiertes Land, die hat auch Gesetze und Achtung von Gesetzen seit den Römerzeiten. Aber es gibt manche Politiker, die müssen wissen, dass das Postzustellgesetz hier muss die Menschenrechte und Menschenwürde angepasst, so dass keinen Urteil oder keinen Abwesenheitsurteil stattfinden soll ohne Verteidigung. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Es gibt manche Juristen, die haben gelernt, jetzt mit diesem Manko umzugehen. Ich gebe ein Beispiel von meinem Fall. Ich habe einen laufenden Prozess mit BAWAG und der BAWAG steht eine Tagessatzung im Mai 2014 und er will wahrscheinlich nicht dorthin gehen. Da bringt einen Antrag zum Gericht ein paar Monate vor und sagt, bitte machen Sie diesen Menschen Insolvenz. Warum? Weil wenn er Insolvenz ist, kann er nicht zum Prozess gehen. Hinterlegt er 4.000 Euro und gibt eine falsche Adresse von mir und das Gericht hat das getan. Und dann bin ich in der Ediktsdatei und kann ihn nicht einmal zum Prozess gehen, weil der Insolvenz bedeutet, dass du nicht einmal selber dir vertreten kannst beim Prozess. Und so hat der BAWAG diese Unannehmlichkeit beseitigt, ohne Prozess, ohne Rechtssystem. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Man muss beachten, genau beim Gericht, genau wie man Gebühren hier prüft, ob die Gebühren richtig entrichtet sind, muss man aber auch hier prüfen, ob die Menschenrechte eingehalten sind. Ob ich jetzt die richtige Adresse angegeben habe von meinem Beklagten oder nicht, muss das Gericht auch prüfen. Bevor wenn ich vielleicht kurz hier einschalten darf, als Sie diesen Missstand bemerkt haben, an welche Stelle haben Sie sich da gewendet? Wo konnten Sie hier eigentlich ein offenes Ohr finden, um diese Missstände anzuprangern? Leider Gottes, ich habe angerufen bei zum Beispiel verschiedenen Clubs in der Parlament und habe denen aufmerksam gemacht auf diese Mangel. Ich habe auch bei der Volksanwaltschaft angerufen. Ich habe zum Beispiel auch bei Amnesty International gesprochen. Diese Sache ist bekannt, dass das ein Loch in der System hier, die ermöglicht, die Menschenrechte zu verletzen. Und haben Sie hier eigentlich Zuspruch gefunden bei diesen Organisationen? Gab es Stellen, die eigentlich hier mit Ihnen kommuniziert haben, wo Sie ein offenes Ohr finden? Ja, zum Beispiel Amnesty International hat gesagt, wir kämpfen schon für Menschenrechte, aber wir widmen uns jetzt zum Beispiel die Todesstrafe. Das ist wichtiger als Ihren Fall und das verstehe ich, das ist richtig. Sagt aber, sprich mit der österreichischen Politik und das habe ich probiert. Die hören dir zu, aber die machen leider Gottes, wie wir sehen, die haben noch nicht geschafft, dass dieses Loch zu ist. Das heißt, man muss einfach hier schauen, dass die Möglichkeit, dass die Menschen überrumpeln sind um deren Menschenrechte, diese Möglichkeit muss abgeschafft werden. Ich habe einmal einen Rechtsgelehrter gefragt, wieso ist das so ist. Da sagt er zu mir, naja, was machen wir jetzt, wenn ein Krimineller ist eigentlich nicht zu finden ist und dann müssen wir ihm einen Brief schicken, was muss man machen? Dann muss man so machen, dass er, auch wenn er diesen Brief nicht bekommt, dann muss man ihn urteilen und deswegen ist der Postzustellgesetz so ist. Dann habe ich ihn gefragt, man macht für einen ganzen Land einen Gesetz, maßgeschnitten an einen Krimineller, man macht ein Gesetz für alle Österreicher, angemessen an einen kriminellen Fall, sagt er, leider Gottes, ist das der Fall. Ja? Das Postzustellgesetz ist so. Wenn ich gleich hier einhaken darf, Frau Hannack, wie bereits erwähnt, jetzt wirklich eingerichtete Stellen, wo man hier über Menschenrechtsbeschwerden reden kann, auch im speziellen Frauenrechte. Mir ist bekannt, dass es hier die ZARA gibt in Österreich. Gibt es von anderen Stellen, was wäre hier die Lösung, wenn es hier eigentlich zu Menschenrechtsverletzungen kommt? Ja? Jetzt nicht nur im Bereich der Frauenrechte. Wo? Ganz ehrlich gesagt, ich bin auch zu wenig informiert darüber.
wohin ich mich wende. Das heißt, Sie wissen nicht, wie man hier eigentlich mit einer passablen Lösung vorgehen könnte. Wie sieht es dann her mit dem Herrn Mandelzadri aus? Was denken Sie, was könnte man hier für eine Lösung eigentlich einrichten? Könnten hier die Menschen vielleicht irgendwo ein offenes Ohr finden oder vielleicht eine Kommission, die hier Sachen überprüft oder... Jetzt vielleicht auch im Bereich der Todesstrafe. Ja? Was kann hier eingerichtet werden? Wir haben gleich schon von Amnesty International gehört. Ja. Wie kann es hier eingerichtet werden, dass hier wirklich eine zentrale Stelle gibt, die hier sagt... Wie gesagt, das ist eine Sache der Politik und man muss die Ursachen am Ort zu bekämpfen, dass es gar nicht dazu kommt, dass so viele Menschen heimatlos werden. Also das ist das Wichtigste. Das ist ganz wichtig, ja. Das heißt, Sie meinen, das liegt eigentlich, das Problem liegt in der Politik? Richtig. Sicher, ja, sicher. Entschuldigung, hierzu die Frage, ob ich jemanden auch gefragt habe. Ja, ich habe auch das Büro von unserem Herrn Bundespräsident, den Herrn Fischer, angerufen und wollte ich auch sprechen über meinen Fall. Und die Dame am Telefon hat mir erzählt, ich bin eine von vielen. Und ich bekomme alleine pro Tag hunderte Beschwerden über das Gericht in Österreich. Ich alleine. Ich war erstaunt und geschockt, dass das so ist. Und habe ihn mal gefragt, wieso ist das eigentlich so? Wieso ist das so? Man muss handeln hier, weil das Rechtssystem ist der Herz- und der Nervensystem von einer Gesellschaft. Die Menschen brauchen ein Rechtssystem, der gut ist, der fair ist. Sie brauchen einen Rechtsstaat, die einfach solid ist, wo man sich darauf verlassen kann. Der Herr Dr. Hanek wollte das dazu sagen. Ja, also, ich habe einen Fall, einen konkreten. Eine 86-jährige kranke Frau wird rechtswidrig, ich schicke voraus, delogiert. Und zwar deshalb rechtswidrig, weil in der Insolvenz die Bestimmung des § 5 Absatz 3 festlegt, dass ein Kranker nicht delogiert werden darf und das in 105 EO auch fixiert ist. Und diese Frau ist krank und wird dann delogiert. Ihr Vertreter, der kommt und der ihr helfen will, wird zu Beginn der Delogierungsverhandlung gleich aus dieser verwiesen, weil es sich um eine Einmengung in eine Amtshandlung handelt. Und daraufhin nahmen zwei Polizisten, männliche Polizisten, die 86-jährige Frau mit den beiden Füßen an der Hand und dann herum und deponierten sie wie einen Sack draußen auf einen anderen Korb. Sie wurde bei der Gelegenheit auch verletzt. Auf die Straße? In Österreich. In Österreich, ja. Auf der Straße? Ja, in einen Wagen der Rettung, die sie dann in einem anderen Heim abgesetzt haben. Die Frau ist gleich ins Spital gekommen, dort wurde die Verletzung festgestellt. Die Frau hat den Richter, der das veranlasst hat, mit allem Drum und Dran naturgemäß in einer Vollzugsbeschwerde sofort abgelehnt und Beschwerde erhoben. Und das Gericht hat gesagt, ja, da können wir nichts machen, weil zuerst muss über die Ablehnungsbeschwerde entschieden werden, dann kann man darauf auf diese Probleme eingehen. Und mittlerweile ist die Frau im Freien und übernachtet in einem BKW und wird nunmehr über meine Intervention von der Caritas unterstützt. Dass sie den Fall gewinnt, ob sie das mit 86 Jahren noch erlebt, das weiß ich nicht. Also wo ist die Menschenrechtsverletzung hier stattgefunden? Der strotzt vor Menschenrechtsverletzungen. Ich frage Sie, hätte das vermieden werden können, wenn hier eine zentrale Stelle wäre? Überhaupt nicht. Nein, das können Sie nicht. Nein, das können Sie nicht, das ist lächerlich. Wir sind da auf die Allmacht der österreichischen Beamten angewiesen. Und die ist einfach da. Und wenn der Beamte dann sagt, Sie mischen sich in die Amtshandlung nicht ein, dann ist der Vertreter plötzlich draußen bei der Tür. Er kann sich beschweren dagegen. Die Beschwerde wird irgendwann ad Kalenders Greckers erledigt, aber zu machen im Effekt ist da nichts mehr. Und auch die Beschwerde, die diese Frau jetzt bei der Menschenrechtskommission in Straßburg eingereicht hat, wird das Schicksal erleiden, wie alle übrigen. Nämlich, dass sich das Bundeskanzleramt zu ihr sagt, sehr bedauerlich, aber liebe Frau so und so, wir fertigen Sie mit dem Betrag ab. Ziehen Sie dann die Beschwerde zurück und die Frau wird sagen, bin ich froh, dass ich ein bisschen Geld habe.
Hiermit wird diese Aktion zum Rechtsfall sanktioniert. Und das geschieht nicht einmal, sondern das ist leider tagtäglich. Und ich muss Ihnen sagen, warum? Das ist so, weil wir alle Menschen sind. Und eine Überbürokratisierung auch die Leute überfordert. Und dann geschehen diese Fehler, die sind menschlich. Ich denke hier, wenn du mit. Danke. Ja, was Sie da erzählen, da kommt mir in den Sinn. Das Grundübel ist, dass wir einfach unmenschlich geworden sind. Es sind Zahlen, es sind Akten, ja. Und dahinter steht kein Mensch. Ja. Und die zu entscheiden haben offensichtlich verloren, sich hineinzudenken in diesen Fall. Aber in diesem realen Moment sage ich, die Menschenrechte sind im Herzen der Verfassung von Österreich aufgenommen. Und ich denke, diejenigen, die das verletzen, sollen aber auch bestraft werden. Es kann nicht sein, dass wir bestrafen der Falschparker, aber die Menschen, die sich trauen, die österreichische Verfassung und die Menschenrechte zu verletzen, werden eigentlich nicht bestraft. Man soll hier beginnen zu achten und auch zu beherzigen, die Verfassung geschützte Menschenrechte. Und jegliche Verletzung sollte eigentlich hart bestraft, so keiner sich mehr traut, die Menschen in deren Menschenrechte zu verletzen. Herr Dr. Hanak, was meinen Sie dazu? Ich glaube, wir müssen hier mit der Realität leben. Ein Richter, ein Vollzugsbeamter, der da ist und eine Fehlhandlung begeht, in der Praxis wird er ermahnt und schreibt drauf, in Zukunft wird beachtet. Damit ist der Fall erledigt. Nein, das ist keine Menschenrechtsverletzung, wenn man einen Fehler macht. Aber wenn man grundsätzlich eine Menschenrechtsverletzung macht, indem dass man unterlässt Handlungen, zum Beispiel Zustellungen oder... Das ist so eine Realität, sodass dann der Staat zwar aufkommt für die Folgen, aber wir haben gar keine gesetzliche Voraussetzung. Dem Richter wird eine gewisse Unfehlbarkeit unterstellt und er einfach auch sagt, dass er in der Meinung war, hier rechtsgültig gehandelt zu haben. Und er muss nach Straßburg gehen, eben weil das alles falsche Rechtsverletzungen sind. Und die wird dann erst in Straßburg wahrgenommen. Und jetzt ist es so, wir haben heute die Gelegenheit, uns zu äußern, und das ist ein großer Vorteil. Und ich sehe darin eine Chance. Je öfter man in der Öffentlichkeit diese Probleme bringt, desto eher werden sie bereinigt. Und die Macht der Presse ist in Österreich wichtig. Vielleicht eine kurze Frage auch an den Herrn Sadri. Jetzt zum Thema Todesstrafe. Ist Ihnen auch aufgefallen, dass die Menschenrechte eigentlich, dass die Menschenrechtsverletzungen eigentlich niemals oder sehr selten auch wirklich zu Strafen für diejenigen führen, die diese durchführen? Also wenn es zum Beispiel eine Menschenrechtsverletzung beschlossen wird, muss man eigentlich nicht wirklich davon gefürchtet sein, dass man auch wirklich bestraft wird, wenn man die durchführt? Ich habe nicht genau verstanden, worauf... Naja, weil vorher angesprochen wurde, ja, dass die Leute, die die Menschenrechtsverletzungen anordnen, ja, in vielen Fällen eigentlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Wird beachtet. Also, wir sehen das jetzt zum Beispiel in der internationalen Politik, wie Sie gesagt haben, dass unsere... Österreich selber Politik mit Ländern hat, die die Todesstrafe durchführen, oder beispielsweise anderen Ländern, die sehr dafür bekannt sind, dass die Justiz extrem harsch vorgeht, ja, und hier eigentlich keine Konsequenzen getroffen werden und auch und eigentlich total missachtet wird, dass hier die Menschenrechte verletzt werden. Ja, eben, das wird von demokratischen Ländern gar nicht wahrgenommen. Es ist ihnen eigentlich nicht wichtig, was in vielen Ländern passiert. Und die haben nachhinein mit ihnen gute wirtschaftliche Beziehungen. Und wie denken Sie, ist das mit der Demokratie eigentlich vereinbar, dass die Bevölkerung hier in Österreich hat ja eindeutig sich gegen die Todesstrafe ausgesprochen, dass hier eigentlich mit anderen Ländern Politik geführt wird, die offenkundig die Todesstrafe beginnen, in vielen Fällen auch zu Unrecht, ja, oder in den meisten Fällen zu Unrecht? Eigentlich mehr Diskussionen in diese Richtung Fernsehen und so weiter führen und dass die Leute eigentlich aufmerksam werden, weil die Menschen wissen nicht mehr viel davon. Sie hören von Nachrichten irgendwie
Und man hat schon so viel gehört, dass man eher immun ist über solche Nachrichten. Man nimmt sie nicht mehr tiefgründig wahr, was da passiert. Und merken Sie, dass trotz eigentlich dieser Wirtschaftsverbindungen mit den anderen Ländern sich die Politik gegen die Todesstrafe ausspricht, auch wenn es gegenüber den anderen Ländern ist? Wir sprechen hier zum Beispiel von großen Ländern wie die USA, China, Saudi-Arabien und so weiter. Eben. Merken Sie, dass die Politik sich trotzdem gegen die Todesstrafe ausspricht, auch international? Die österreichischen Politiker? Ich habe nicht davon bemerkt. Aber ich darf hier auch was sagen. Österreich ist ein Land, wo viele ausgebildete Menschen gibt es. Ja. Es gibt in Wien zum Beispiel zigtausend Touristen. Und ich denke, man sollte aber auch, wie im Fußball, ja, auch wenn du ein Fußballstar bist, wenn du einmal eine gelbe Karte bekommst, dann die rote Karte, dann musst du gehen. Wir haben eine Geschichte und diese Geschichte kommt aus der Monarchie. Und in der Monarchie, da war die Obrigkeit und die Menschen haben gelernt, einfach ruhig zu sein. Und das ist immer noch drin und mit der Muttermilch aufgesogen. Ich denke, die Kinder sollten schon wirklich sich bewusst sein, dass sie eine Stimme haben, eine Kraft. Das Volk hat eine Kraft, aber sie müssen zusammenhalten. Was kann hier eigentlich unternommen werden von der Bevölkerung? Wie kann hier eigentlich ein Präventiv gehandelt werden, dass es nicht so weit kommt? Ich glaube, dass der Bevölkerung soll aber auch deren politische Interessenvertretungen aufmerksam machen auf das mangelhafte Zustellgesetz und denen sagen, wir wollen einen Zustellgesetz, der menschenwürdig ist. Inwiefern beeinflusst eigentlich ihr Leben diese Menschenrechtsverletzungen? Was für Auswirkungen hat das auf ihr Leben? Das hat riesengroße Auswirkungen. Diese Menschenrechtsverletzung hat eigentlich mir Menschenrechtswürde geraubt, indem dass man über meinen Eigentum, über meinem Geld und über meine Vertretung beim Gericht die Befugnisse einen anderen, einen Dritten erteilt hat, ohne dass er mir fragt, ohne dass er mir eine Chance gibt, mir zu verteidigen. Ich finde, das ist ein beispielloses Menschenrechtsverbrechen. Herr Doktor, wir sprechen hier immer von der Insolvenz. Was für einen Sinn hat eigentlich die Insolvenzordnung? Wozu wurde diese geschaffen? Kann doch nicht das Sinn also, sein, dass es die Insolvenzordnung ist zum Schutz der Gläubiger da und hinter wirtschaftlichen Problemen einen Schlussstrich zu ziehen und angeblich dem Schuldner einen Wiedereintritt zu gewährleisten. Das ist so. Aber ich wollte was anderes sagen. Ist das auch in der Praxis beobachtbar? In der Praxis wird das, glaube ich, relativ wenig beachtet. Aber ich glaube, das Grundproblem vom zuerst habe ich angesprochen. Wir können in Österreich, sollten wir uns richten nach dem europäischen Durchschnitt der Menschenrechtsbeschwerden in Straßburg. Hier liegen wir absolut an der Spitze, nicht wahr, beim Einbringen. Und nun ist es so, warum haben die anderen weniger Beschwerden? Na, es ist ganz einfach, wenn man dann vergleicht, in allen anderen europäischen Staaten gibt es ein Richteramtshaftungsgesetz, wo der Richter unter bestimmten Umständen zur Haftung und zwar zur persönlichen Haftung gezogen werden kann. Und das wirkt halt, wenn einer weiß. Wir kennen das in Österreich nicht. In Österreich gibt es das nicht. In Österreich haben wir Vertrauen in die Justiz zu haben und dieses Vertrauen wird eben dadurch unterlaufen, wenn sehr viele Beschwerden da sind. Daher achtet das Bundeskanzleramt darauf, möglichst viele Beschwerden aus dem Weg zu schaffen. Ja. Das heißt, es ist öffentlich auch ersichtlich, dass hier Missstände herrschen. Haben Sie persönlich wahrgenommen, dass etwas dagegen unternommen wird? Nein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Land wie Wien hier, wo tausende Juristen und Rechtsanwälte sind, 8 Richter beim Insolvenzgericht sind und gegen deren gibt es unzählige Beschwerden, aber man findet nicht eine Alternative und eine Verbesserungsmöglichkeit. Das heißt, wir haben jetzt schon öfters erwähnt gehabt, dass es diese Missstände gibt. Zusammenfassend können wir eigentlich festhalten, dass es schwer ist, eine Lösung zu finden. Also wir haben gesagt, die Lösung ist leicht, aber die Politiker müssen eigentlich praktizieren. Die Lösung ist Transparenz, die Lösung ist Courage, dass man sagt, wir statt 8 haben 80. Und Kontrolle muss man haben und Parameter von Menschenrechtshaltungen muss man einführen, nicht nur fürs
Gebührenbemessungen, sondern vom Menschenrecht. Wie bereits auch erwähnt, dass es hier auch Stellen eingerichtet werden, die für die Menschen da sind, wenn die Menschenrechte verletzt werden, die schnell eingreifen können. Bravo, ja. Das heißt, die Stellen müssen bekannt sein. Ja, das sind eigentlich die Politiker. Es kann sein, dass es diese Stellen noch gibt, aber wie wir sehen, da ist die Politik gefragt. Ich sage, da ist die Politik gefragt, dass das umgesetzt wird. Ja. Das heißt, wie so oft Richter, es gibt auch viele Richter, die sehr, sehr toll sind, die auch beispielhaft, couragevoll und vor ihrem Vaterland auch gerade stehen, dass das Rechtssystem funktioniert. Die gehören auch unterstrichen und die gehören auch zugehört und man muss denen auch mehr ermutigen, dass die auch beitragen zur Verbesserung der Lage. Vielleicht jetzt noch zum Schluss von jedem unserer Gäste einen kurzen Abschlusssatz zum Thema Menschenrechte. Was ist das Erste, was Ihnen einfällt zum Thema Menschenrechte? Weniger an Wirtschaftsinteressen denken, sondern tatsächlich an Menschen und Menschenrechte. Wenn das Thema Menschenrechte gesprochen wird, dann bedauere ich immer sehr, dass es so viele Verletzungen gibt. Okay, ich verstehe. Frau Hirschmann? Mir fällt dazu ein, dass wir eigentlich gefragt sind, Menschenrechte und Menschenliebe zu vereinbaren. Bravo. Und dann wird es besser funktionieren. Ich begrüße Sie, Frau Hirschmann. Das ist toll. Was Sie gesagt haben, ist wirklich toll. Ja? Herr Dr. Hanner? Also an den Menschenrechten, an den Normen in Österreich hapert es überhaupt nicht. Aber es hapert an der Durchsetzung, und zwar wie man die Durchsetzung auch tatsächlich Wirkung verschafft. Weil es nützt nichts, wenn eine Menschenrechtsverletzung gegeben wird. Ich muss aber jetzt nach Straßburg gehen. Es müsste eigentlich der Staat die Möglichkeit schaffen, in Österreich das schon zu bekämpfen. Sie meinen schnell einzugreifen? Ja, einzugreifen. Das ist unsere, und es ist natürlich hier unbedingt wichtig, wäre eine Veränderung des Richterdienstgesetzes in Bezug auf die Schaden, auf die Haftungen des Richters für Fehlentscheidungen. Die allein die helfen sehr. Ich bin überzeugt, wenn ich hafte dafür, dann entscheide ich viel vorsichtiger. Zuletzt das Statement. Ich möchte auch sagen, die frohe Botschaft. Wir sagen, Österreich ist schön. Wir lieben Österreich. Und wir arbeiten, dass das schöner und besser wird. Und wir werden das gemeinsam schaffen. Ich bedanke mich nochmals bei den Gästen, Herr Merdad Sadri, Frau Karin Hanak. Ich bedanke mich für die Einladung. Hirschmann, Herr Dr. Rudolf Hanak und Herr Mohammed Amar al-Balul, dass Sie hier heute gekommen sind, um das Thema zu diskutieren. Ich bedanke mich auch bei allen Zusehern und ich bedanke mich bei Aswan TV für die Möglichkeit, hier zu sprechen und beim Künstlerhaus, uns hier diese Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Auf Wiedersehen.